natürlich die Referees. Es gab einen kleinen Wechsel und zwar Justin Light und wir haben einen mehrfachen Weltmeister als Referee am Tisch. Ich bitte auf die Bühne bzw. an den Tisch Justin und Jan! Einen fetten Applaus, wenn er die Bühne betritt. Mehrfacher Junioren-Weltmeister aus Hamburg mit einem Gewicht von 95 Kilo. Ein richtig fetten Applaus für Elmi Ferrer! Go! Ja! 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 Ja!
so sehr ich habe auch liebe Leute. Aber da trotzdem sieht man hier an diesem Match sehr schön, wie viele Komponenten das alles präsentiert hat. Denn auch wenn Elvin untergeschlagen ist, kann er zur Stärke helfen, hat er die Ausdauer. Darum wird es ankommen. Das ist die Frage, wir gehen am ersten Mal 6 Runden. Das ist Ehre, diesen 2 Runden abzubilden. Die erste Runde hat Elvin vielleicht noch gar nicht so Kraft gekostet, jedoch aber Konzentration in den ganzen Glück reinnehmen. Und er muss sich jetzt spontan direkt auf einen neuen Gegner einstellen und kann eben nicht an das, an die muskuläre Adaptation von eben herangehen. Neuer Gegner, neues Gefühl, neues Leben. Aber auch hier sieht man Elvin ist cool und Elvin ist spannend. Und auch bei den beiden ist es nicht einfach so gut zu finden. Die Schultern müssen gerade sein. Go! Oh! Yeah!
von Spielen ist das nicht.
Dann haben wir natürlich noch ein paar Leute, die dich dann wählen. Zum einen an der Stelle erstmal nochmal Henny, dicken Applaus für dich, für die ganze Moderation heute. Vielen Dank. Vielen Dank für Dieter, Oscar de la Fuente, die ganze Zeit Musik gemacht, die einen Leute. Jonas, und die ganze Lichttechnik gemacht. Nochmal bitte auch einen dicken Applaus für Danny, den sieht man hier kaum, aber die ganze Vorbereitung und Technik aufbauen. Dicken Applaus für Danny, bitte. Auch nochmal, bitte, einen riesen Applaus für die beiden Referees, vor allen Dingen Rambo und Justin, die heute den ganzen Abend geil. Danke an Hilich, für die ganzen Kameratechnik, an Keno, Isabel, auch für die ganzen Kameras, die hier stehen. Das wird natürlich alles gefilmt und nachher auch geschnitten, das ist alles nachher auf YouTube zu finden. Wenn ihr vielleicht nochmal in Thailand kommt, das ist auch cool, da arbeiten wir jetzt rein. Und ja, einfach auch bitte nochmal einen Applaus für die Wahl und die Leute hier von Astra, die jetzt über die Wurst gestellt haben. Danke an das Tom Street, dass wir überhaupt hier sein dürfen. Das ist eine mega Location. Danke an die anderen Brauereien, die uns die Bier zur Verfügung gestellt hat. Jeder einzelne Gewinner heute hat einen Kasten Landrangbier bekommen. Das werden sich nachher alle mitnehmen. Und ja, einen Riesenapplaus bitte nochmal für die ganzen Athleten, die heute mitgemacht haben. Jedes einzelne Match war geil, jedes einzelne Match war spannend. Danke für die Aufmerksamkeit. Wir fangen hier gerade erst an. Wir bauen das auf. Am Herbert, das war jetzt Nummer 2. Wir werden nächstes Jahr auf jeden Fall weitermachen. Wir wollen das ganze Ding groß aufbauen, hier im Norden auch mal zeigen, dass wir armwrestlen können. Wir bauen uns weiter auf. Wir werden größer. Das nächste wird wahrscheinlich Anfang März stattfinden, dann einmal im Quartal. Wir wollen in Deutschland große Athleten, große Arbeiter aus ganz Deutschland und vielleicht international. Wir spinnen jetzt ein bisschen rum, aber dafür wäre es natürlich cool, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder kommt, wenn ihr das Ganze vielleicht ein bisschen teilt auf Social Media. Und damit danke ich mich heute Abend. Wir holen hier vielleicht noch ein bisschen und ich wünsche euch einen schönen Abend. Und vielen Dank nochmal, dass ihr alle da wart.